Freunde, letztes Wochenende saß ich mal wieder an meinem Schreibtisch und hab mir gedacht, ey, es wird mal wieder Zeit für einen guten Anime. Ich hab kurzerhand meine Liste aufgemacht und mal raufgeschaut, was ich mir noch alles aufgeschrieben hatte. Da gab es welche mit epischen Kämpfen und welche mit aufregender Story. Naja, ich hab lange gesucht, so wie man es kennt, bis ich eine Benachrichtigung bekommen habe, dass Ruffy ein neues Video hochgeladen hat. Nachdem ich mir das angeschaut habe, habe ich realisiert, wie viele Romance-Animes Ruffy geschaut hat. Da musste ich an meine Romance-Zeit mich erinnern, die ich ungefähr so vor 3 bis 4 Jahren hatte. Ich erinnerte mich an Animes wie Maizama, Toradora oder Nisekoi und hatte mal wieder Lust auf eine Serie, die mich einfach zum Lachen und Grinsen bringt und nicht wie sonst immer mit Testosteron vollpumpt. Beste Grüße gehen da an Dragon Ball. Nachdem ich die Jungs im Raum von Geist und Zeit gesehen habe, war ich glaube ich selber erstmal 2 Wochen im Studio. Naja, gelacht habe ich bei diesem Anime, aber doch etwas anders als erhofft. Girlfriend, Girlfriend klang nach einem guten Anime, bis ich die ersten Minuten gesehen habe. Yep. Der Typ fragte sich selbst, ob es nicht möglich wäre, 2 Freundinnen zu haben. Und das gleich in den ersten 30 Sekunden. Es ist ja nicht so, dass ich mir die Frage nicht schon mal selber gestellt habe. Ich meine, wer von uns nicht, ne? Aber hätte ich damals gewusst, was das für Probleme mit sich führt, dann hätte ich es mir wahrscheinlich sehr schnell aus dem Kopf geschlagen. Naja, kommen wir erstmal zu unserem Protagonisten. Issei. Ach so, wartet mal, das war ja ein anderer. Naja, die gleichen Gedanken haben sie schon irgendwie. Naoya Mukai ist ein ganz normaler Oberschüler, der glaube ich im falschen Anime gelandet ist. Außer, dass er mit dem Gedanken spielt, 2 Mädchen zu daten, ist er nämlich ein sehr aufmerksamer und aufrechter Kerl. Sag ich ja. Ich glaube, der wäre bei My Hero Academia gut aufgehoben. Vor allem bei seinen epischen Reden, wo die Produzenten epischere Musik hinterlegt haben als bei AOT. Dass er noch die Stimme von Yuji Itadori hat, hat dem Ganzen einen noch etwas besseren Beigeschmack gegeben. Die erste Folge beginnt direkt damit, dass wir erfahren, dass er mit seiner Kindheitsfreundin Saki Saki zusammen ist, die ab und zu im Anime sich einfach zu Saitama entwickelt und ihm einfach ordentlich die Fresse vermöbelt. By the way, war das einer der Teile, den ich so lustig fand. So oft wie der K.O. gehauen wurde, würde ich mir vielleicht überlegen, ob Saki Saki nicht einen Gastauftritt bei Hajime no Ippo möchte. Kommen wir erstmal zur Grundgeschichte, Freunde. Es geht nämlich basically erstmal darum, dass Nagisa Naoya ihre Gefühle offenbart und dass dieser ihr keinen Korb geben möchte, beziehungsweise kann. Denn wie könnte er auch? Sie hat einfach die letzten Monate nur für diesen Augenblick geschuftet, nur damit sie ihn beeindrucken kann. Ich erinnere mich da an noch einen. Naja. Wir wissen ja alle, wo das geendet hat. Nach dem Geständnis fragt Naoya seine Freundin, ob sie Lust hätte auf eine Dreiecksbeziehung. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Typ fragt wirklich sie in der Oberschule, ob sie nicht Lust hätte auf eine Dreiecksbeziehung. Geschweige denn, dass der Typ vielleicht vom Aussehen einem Anime-Prinzen gleicht, ist sein Touch für das Feingefühl eher abhanden. So wie Rins Herz. Ich glaube, der ging ein bisschen zu weit. Zurück zur Story. Nach dem ganzen Hin und Her entscheidet sich Saki, der Dreiecksbeziehung eine Chance zu geben. Und zu schauen, wie es wird. Ich glaube, ich muss hier noch erwähnen, dass sie selber auch hin und weg von ihr ist. Aber was wäre ein Romance-Comedy-Anime nicht ohne einen gewissen Edgy-Anteil? Auch wenn dieser zensiert ist, leider. Ich muss, glaube ich, nicht erwähnen, dass es ab und zu gewisser Opai-Action kam. Doch anders als unser guter Freund Issei, kann sich Naoya benehmen und will wirklich die beiden Mädels einfach nur glücklich machen. Auch ohne die versauten Dinge. Wer es glaubt. Nach dem ganzen Hin und Her habe ich auch schon gemerkt, dass ich gar nicht anders kann, als weiterzuschauen. Und ich wurde auch nicht enttäuscht, denn direkt unmittelbar danach sind die 3 einfach bei Naoya zusammengezogen. Und glaubt mir, ihr dachtet, Lala hätte zu Hause schon Probleme gemacht, dann wisst ihr nicht, wie es ist, mit Saitama, Hinata und Issei unter einem Dach zu leben. Beide geben ihr Bestes, um ihren geliebten Naoya glücklich zu machen. Und so auch andersrum. Ich habe die Folgen 2 bis 5 inhaliert wie Ichirakus Nudelsuppen und muss sagen, dass es natürlich auch sehr cringe ist, da zuzuschauen. Auf der anderen Seite ist genau dieses cringige Verhalten das, was diesen Anime so ausmacht und worüber man eigentlich die ganze Zeit lachen kann. Denn was dieser Typ einfach abzieht, ist nur legendär. Sowohl Saki als auch Nagisa haben einen komplett unterschiedlichen Charakter. Und doch findet man beide eigentlich ganz cool. Vor allem, wo Nagisa erwähnt, dass sie keine Freunde hat. Mann ey, da kam doch die männliche Träne runter. Nun ja, das Ganze hier ist eigentlich nur ein kleiner Ansporn, damit ihr dem Anime eine Chance gebt. Ich werde nicht zu viel verraten jetzt, denn das komplette Review kommt am Ende der Staffel, da der Anime gerade erst sowieso nur 7 Folgen hat. Produziert hat das Ganze übrigens das Studio Tezuka Productions von Dororo und How to Not Summon a Demon Lord. Vielleicht kommt auch daher die etwas zu epische und traurige Musik. Nach einer kleinen Recherche stellte ich fest, dass dieser Anime auf einem Manga basiert, der seit 2020 einfach im Weekly Shonen Magazine läuft. Ein Shonen!
Ich weiß ja nicht, was der gute Herr Hiroyuki für eine Vorstellung von einem Shonen hat, aber das hier geht doch etwas in der andere Richtung. Wobei natürlich Sakisaki dem Shonen-Genre ihre Ehre erweist. Zu guter Letzt muss ich natürlich auch sagen, was wäre ein edgy Romance-Comedy-Anime nicht ohne das gewisse Harem-Genre? Yep, es ist genauso wie ihr denkt. Nach einigen Folgen kommt ein weiteres Mädchen vor, das gerne die Freundin von Naoya sein wollen würde. Und ja, schon wieder sind wir im typischen Anime-Klischee und erfüllen jedes Genre, damit wir ein geiles Wochenende haben. Meiner Meinung nach ist der Anime ein lustiger Zeitvertreib. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben würdet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, euer Megure.